Moin Freunde, was geht? Wir sind am Start mit einem weiteren News-Video. Hab sehr Bock, denn wir kommen natürlich wieder auf einige Themen der Anime- und Manga-Welt zu sprechen. Bedeutet, ich habe wieder sämtliche Themen für euch zusammengetragen. Diese findet ihr unten in der Videobeschreibung, falls ihr euch nur für ein bestimmtes Thema interessieren solltet, über die Timecodes. Wir starten also jetzt mit dem ersten Thema für heute und gehen rein in die News. Als erstes kommen wir auf ein Thema zu sprechen, das natürlich den Boruto Anime betrifft. Ich muss hierzu natürlich auch ein kleines Update bringen, weil seit Wochen schon nicht mehr meine Reviews zum Anime kommen. Und tatsächlich hat sich das über die letzten Wochen nicht wirklich gebessert. Der aktuelle Anime-Arc ist immer noch am Laufen. Es wird auch nicht wirklich die nächste Zeit enden. Das heißt, wir haben hier auch wieder weitere schreckliche Boruto-Episodentitel bekommen die letzten Tage. Da wurde einiges geleakt. Und auch hier ist kein Ende in Sicht. Bedeutet, wir werden sehr wahrscheinlich bis in den Sommer reingehen, so Juni safe, Mai, Juni so rum, denke ich, werden wir ein Ende mit dem Arc bekommen und vielleicht wird es ab da wieder reingehen in die Boruto Anime Reviews, weil den aktuellen Arc möchte ich einfach nicht reviewen, weil er zum Kotzen ist. Ich glaube, niemand auf dem gesamten Planeten schaut diesen Anime auf Ernst und jeder, der das tut, macht sich nur selber lächerlich. Der Anime ist aktuell wirklich schlechter denn je und ich kann nicht nachvollziehen, wie man das verteidigen kann. Wir haben mit der heutigen Episode ein neues Boruto Ending bekommen, was relativ nichtssagend ist. Dieses wird natürlich für die nächsten weiteren 12 Episoden gehalten. Bedeutet, nach diesen 12, 13 Episoden werden wir natürlich ein neues Ending kriegen und dann dementsprechend auch ein neues Opening, was dann vermutlich erst im Sommer der Fall sein wird. Also dann vermutlich auch der neue Arc, ob das dann wieder Anime Canon sein wird oder vielleicht dann sogar den Manga adaptiert. Das wissen wir natürlich Stand jetzt noch nicht, aber ich tippe mal darauf, dass sich der aktuelle Anime Arc, der zum Kotzen ist, bis zum Sommer ziehen wird. Und das ist natürlich an sich kein neues Update. Ich wünschte, ich könnte was anderes dazu sagen, aber ich kann es mir ja, wie gesagt, nicht aussuchen, was das betrifft. Kommen wir auf eine Kurznews zu sprechen, denn sowohl Kengan Ashura als Netflix Anime, als auch Baki Hanma als Netflix-Anime-Serie bekommen beide eine zweite Staffel. Hierzu ist, soweit ich weiß, kein Starttermin bekannt, aber Netflix hat angekündigt, dass das sehr bald kommen wird. Es war ja vor einigen Tagen auch die Anime Japan. Dort wurde einiges zusammengetragen, was auch Netflix-Anime-Serien betreffen kann. Ebenfalls eine Kurznews zu dem Anime Orient. Der hat ja ebenfalls nur 12 Episoden und der bekommt tatsächlich einen weiteren Chor. Bedeutet eine zweite Hälfte. Also jetzt nicht zweite Staffel betrachtet, sondern 12 weitere Episoden. Er läuft quasi eine Season weiter, aber es ist keine Staffel an sich. Was ich nicht wirklich nachvollziehen kann, weil die Animation in dem Titel grauenvoll ist. Also ich habe mir ein, zwei Folgen Orient angeguckt und ich bin wirklich schockiert. Wenn jemals in der nächsten Zeit ein Magi-Anime zurückkommen sollte, eine Fortsetzung, eine dritte Staffel von Magi, dann möchte ich lieber gar keinen Anime dazu haben, wenn er genauso aussieht wie das, was der Orient-Anime vollbringt. Also das geht überhaupt gar nicht fit und hat so ziemlich den gesamten Hype um die Serie gekillt, aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, das ist nur meine Perspektive und meine Einschätzung des Ganzen. Eine weitere Kurznews bezüglich Chainsaw Man. Da war ja etwas unklar, ob das jetzt überhaupt dieses Jahr noch kommen wird in der Fall Season, also im Herbst dann dementsprechend. Aber tatsächlich läuft es im Herbst und es läuft auch Tuco, also genauso wie jetzt im letzten Fall mit Orient. Also zwei Seasons lang, also zwei Jahreszeiten sozusagen. Wir können dann davon ausgehen, dass es wahrscheinlich so 24 bis 26 Folgen haben wird, weil 24 haben die meisten Anime-Serien, die Two-Core laufen, außer es ist eine gesplittete Season, wovon ich jetzt erstmal aber nicht ausgehe. Ich habe sehr Bock drauf, im Herbst werden Videos dazu definitiv kommen, wird also auf jeden Fall eine kleine Hype-Phase wieder werden. Eine weitere Ankündigung für den Sommer betrifft Dr. Stone, denn wie natürlich einige schon gehört haben, gibt es dieses Jahr keine dritte Staffel von Dr. Stone, allerdings eine Special-Episode oder ein generelles Special zu einem neuen Charakter, der schon am Ende von Staffel 2 angeteased wurde. Wir haben dieses Special ebenfalls im Sommer diesen Jahres, im Juli besser gesagt. Dort kommt halt eben dieses Special als Fortsetzung, was vermutlich nur eine
Episode lang geht oder so, vielleicht mehrere Episoden, das weiß ich nicht ganz genau. Und nächstes Jahr für 2023 ist dann die dritte Season angekündigt, aber das wurde schon am Anfang des Jahres bekannt gegeben. Wir bleiben im Sommer, denn One Piece Film Red wird seinen Japan-Release im August haben, am 6. August. Ich denke mal, das wird dann hier wahrscheinlich nicht großartig lange auf sich warten lassen, was ein German-Release betrifft. Also ich denke, so ein paar Monate oder sowas. Wenn man sich jetzt mal die Jujutsu Kaisen-Vorstellung anschaut, welche im Dezember letzten Jahres kam und jetzt vielleicht so 3-4 Monate auf sich hat warten lassen, können wir vielleicht sogar schon davon ausgehen, dass man den One Piece Film Red Ende des Jahres auch in Deutschland sehen kann. Aber das ist nur meine Spekulation an der Stelle. Wird auf jeden Fall jetzt im Sommer seinen Japan-Release haben und ins Kino kommen. Wir bleiben beim Filmthema, aber dafür eine nicht so erfreuliche News. Und zwar haben wir natürlich den Dragon Ball Super Movie Super Hero, der ebenfalls dieses Jahr kommen sollte. Allerdings verschoben wurde aufgrund des Hackerangriffs, worüber ich das letzte Mal berichtet hatte, dass auch der One Piece Anime pausiert ist auf unbestimmte Zeit und sämtliche andere Projekte oder Serien aus Toei's Hand eben pausiert wurden, und das betrifft jetzt auch dieses größere Projekt rund um Dragon Ball, bedeutet der Super Movie wurde auch verschoben. Wann genau der also kommt, das ist noch nicht bekannt. Ich denke aber schon, dass es dieses Jahr vielleicht noch passieren kann. Wir bleiben immer noch beim Filmthema, denn auf der Anime Japan wurde ebenfalls eine neue Synchronrolle angeteased für den Nanatsu no Taizai Movie. Also es kommen ja zwei CGI Seven Deadly Sins Filme demnächst auf Netflix, die auch nur auf Netflix stattfinden und keinen Kino-Release bekommen oder so etwas. Der erste Movie soll dieses Jahr schon kommen, das wissen wir schon oder das wussten wir schon, und hier wurden schon einige Synchronrollen angeteased. Unter anderem wissen wir schon die neue Stimme von Meliodas Sohn von Tristan. Und das ist der gleiche Synchronsprecher wie der von Hinata aus Haikyuu oder von Luck aus Black Clover, was ich eine ziemlich passende Rolle finde. Also für alle Leute, die sich auch für meine Four Nights Sachen und so weiter interessieren, können schon mal drauf gespannt sein, wenn sich das nicht ändern sollte über die nächsten Jahre, welche Stimme im japanischen Original die Rolle Tristan wohl haben wird. Und wir reden hier vom Teenie-Alter und nicht von seinem 10-jährigen Ich. Bedeutet also, wir werden diese Stimme wohl öfter hören in Zukunft, was dieses Franchise betrifft. Es geht weiter rein in das Netflix-Thema und wir kommen auf eine nicht so erfreuliche News zu sprechen. Und zwar hat der ein oder andere wahrscheinlich schon mitbekommen, dass weitere Episoden für JoJo Part 6 Stone Ocean angekündigt worden sind, und zwar für Oktober 2022, also für den Herbst. Bedeutet auf jeden Fall, das Ganze hat ordentlich auf sich warten lassen, und soweit ich weiß, ist der Part auch noch ein bisschen länger, also es geht sogar noch über diese nächsten 12 Episoden hinaus, und es wird wahrscheinlich mit der 24. Episode nicht enden, was bedeutet, Fans müssten jetzt sogar noch länger drauf warten, damit der Part komplett vollständig auf Netflix geschaut werden kann. Was ich ziemlich mies finde, weil das ist ja genau das, worüber Anime-Fans immer sprechen, wenn sie vom Netflix-Jail sprechen, weil Netflix komplett am Reinscheißen ist, wenn es um Anime-Serien geht. Also die killen einfach schlussendlich den Hype, wenn ich mir überlege, wie viel über Stone Ocean gesprochen wurde, als der Anime angekündigt wurde letztes Jahr oder wann das war, und mir jetzt anschaue, wie der Hype dementsprechend gekillt wurde, weil Netflix die Episoden so eklig bringt, dann denke ich mir einfach nur, dass das ziemlich traurig für die Community sein muss und jeder einfach nur den Manga lesen sollte. Wir bleiben bei nicht so erfreulichen News, und zwar betrifft das nächste Thema Crunchyroll. Die ändern nämlich ihre Angebote für kostenlose Simulcast-Zugriffe. Bedeutet, neue wöchentliche Episoden von Simulcast-Anime-Serien können nur noch mit einem Abo gesehen werden. Das Ganze bewegt sich natürlich mittlerweile immer mehr in so einem Monopol, was Crunchyroll als Plattform betrifft. Ich persönlich bin der Meinung, man kann schon mal 5 Euro für so ein Abo ausgeben, um Serien legal zu unterstützen. Ich finde das völlig in Ordnung. Auf der anderen Seite bin ich keiner dieser Heuchler-Anime-YouTuber oder Moralapostel, die mit dem Finger auf andere Leute zeigen und sagen, hey, du bist ein schlechter Mensch, weil du den Markt nicht unterstützt oder weil du kein Geld hast.
dafür was auszugeben. Im Endeffekt ist mir das alles egal. Macht, wie ihr meint. So, ich unterstütze das, so gut ich kann. Ich bin auch der Meinung, dass du, wenn du was übrig hast, dafür locker was ausgeben kannst, wenn das deine Leidenschaft ist. Aber im Endeffekt haben wir alle so angefangen und die Leute sollen aufhören, so fucking heuchlerisch unterwegs zu sein und zu sagen, jo, auf einmal stehen wir für den Markt und stehen für alles Legale. Denn ursprünglich hat das alles auch im illegalen Zeug seinen Ursprung, wenn man mal ganz ehrlich ist. Außerdem darf man natürlich auch nicht vergessen, was für ein Angebot Crunchyroll mittlerweile besitzt, wie viele Anime-Serien die auf ihrer Plattform haben. Und es gibt natürlich auch noch genügend andere Serien auf der Plattform, die man immer noch kostenlos schauen kann. Also so viel ändert sich eigentlich nicht wirklich. Kommen wir auf den nächsten großen Brecher der nächsten Jahre zu sprechen, denn das soll das nächste heftige große Attack on Titan werden. Wir sprechen über Kaiju Number 8. Dieser Titel soll laut Leakern demnächst einen Anime bekommen. Das Ganze läuft wohl unter Toho Animation. Allerdings ist das Studio noch nicht bekannt. Also Toho Animation ist zwar Producer des Ganzen, das kann man sich ungefähr so vorstellen wie bei My Hero Academia, aber das Produktionsstudio an sich, das ist bisher noch unbekannt. Da werden wir vermutlich auch die nächste Zeit noch weitere Informationen zu bekommen. Sobald das raus ist, werde ich darüber auch wahrscheinlich berichten und darüber sprechen. Und Kaiju Number 8 steht sowieso schon auf meinem Denkzettel, weil das wohl sehr, sehr krass sein soll. Und ich denke, das könnte vielleicht ein Titel der nächsten Jahre werden, den man vielleicht auch auf dem Kanal behandelt. Muss man mal schauen. Und vielleicht gibt es dieses Jahr auch schon ein Meinungsvideo dazu. Mal gucken. Kommen wir damit auf Attack on Titan zu sprechen, denn heute kommt ja die letzte Episode von dem zweiten Part der Final Season. Wie das im japanischen TV gerade ausgestrahlt wurde, haben wir am Ende natürlich wieder eine Meldung bekommen, was die restlichen Episoden betrifft. Bedeutet, wir haben hier keine Ankündigung für einen Movie bekommen, sondern eine Ankündigung für den Final Part. Bedeutet, Attack on Titan Final Season, Final Part, wird nächstes Jahr erscheinen und die restlichen Chapter adaptieren. Das war schon mehr oder weniger klar aufgrund des Pacings, was wir in Part 1 und in Part 2 bekommen haben. Ob ich Content dazu bringe, weiß ich natürlich jetzt noch nicht. Ich habe ja auch die letzten Episoden von dem zweiten Part nicht behandelt. Das ist ja gerade jetzt im Final Part auch alles das, was ich eher nicht so nice fand. Dementsprechend, ja, wird es wahrscheinlich eher nicht stattfinden, aber ich kann natürlich noch nicht für nächstes Jahr sprechen. Also mal abwarten. Ich denke, da werden noch weitere Informationen folgen. Wie in jeder News-Episode sprechen wir am Ende nochmal über das Ranking, also TOC aus der Shonen Jump, beziehungsweise das Ranking der 10 besten Manga-Sets der letzten Woche. Kommen wir erstmal zum TOC und dort haben wir eine krasse Überraschung, wie ich finde, denn Black Clover hat mit seinem letzten Kapitel endlich mal wieder die obere Spitze erreichen können, also das Treppchen nicht ganz, aber es ist hier zumindest auf Platz 4, was ich ziemlich zufriedenstellend finde, denn Black Clover ist eigentlich eher so im unteren Mittelfeld und öfter auch mal auf den letzteren Plätzen vertreten, zumindest von den beliebteren Titeln. Da haben wir immer mal wieder in den News-Episoden drüber gesprochen, was so die unteren Platzierungen betrifft, also Doron, Dororon oder Ayashimon oder Ayakashi Triangle, sowas halt, die sind sehr oft auf den unteren Platzierungen vorzufinden, könnte also bedeuten, dass die nicht so beliebt sind, beziehungsweise, dass die vielleicht sogar bald geaxt werden können. Wir haben ganz viele Beispiele in der Vergangenheit gehabt, wo das der Fall war. Ich habe jetzt keinen von den unteren so richtig auf dem Schirm oder verfolge die, deswegen kann ich da relativ wenig zu sagen. Was ich aber positiv hervorheben möchte, ist, dass Black Clover hier auf jeden Fall mit dem letzten Kapitel wieder nach vorne geballert wurde, was ich gut finde. Mal gucken, wie sich das hält. Damit kommen wir zu den Manga-Sets der letzten Woche. Auf Platz 10 ist Shikawa Nanka irgendwas. Keine Ahnung, Digga, noch nie gehört. Auf Platz 9 Spike's Family. Der wird nächste Woche seinen Anime-Start haben. Ich hoffe, dass der nicht zu sehr untergehen wird. Deswegen mal gucken. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Manga-Verkäufe dann die nächsten Wochen ansteigen werden. Bei dem Titel auf der 8 Soso no Frieren. Auf der 7 schon wieder dieses Mystery to Yunakara. Das sehe ich irgendwie jedes Mal. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Auf der 6 Kaguya-sama. Gleiches Spielchen auch wie bei Spike's Family. Bedeutet,
Ratchet Kaguya-sama auch nächste Season am Start, also in ein, zwei Wochen auf jeden Fall hier die dritte Season am Start, bedeutet auch Manga-Verkäufe könnten hier demnächst hochgeballert werden. Auf der 5 Blue Lock, das kommt noch nicht nächste Season, das kommt in der Summer Season. Jujutsu Kaisen auf der 4, aber das ist denke ich nichts Besonderes, Jujutsu Kaisen immer am Start. Record of Ragnarök auf der 3, auf Platz Nummer 2 Tokyo Revengey Boy und auf der 1 ungeschlagen My Dress Up Darling, der beste Anime der Weltgeschichte. Holy shit. Damit wäre es das von der heutigen News-Ausgabe gewesen. Lasst mir gerne eure Eindrücke, eure Meinung zu sämtlichen Themen unten in den Kommentaren da. Und natürlich wie immer für den Support einen Daumen nach oben. Würde ich mich sehr drüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.